Finale 50 Meter Schmetterling der Männer, 50 Meter Butterfly Mail. Und Uwe, meine Jungs hier auf der Startbrücke, die haben sich die Fingernägel geschnitten. Die brauchen trotzdem nur knapp über 25 Sekunden für die 50 Meter. Und zwar mit folgender Startaufstellung. Auf der Bahn 1 sehen wir vom SV Würzburg Maximilian Beck. Hat die Vorlaufzeit von 25,88. Daneben auf Bahn 2 in der Vorlaufzeit von 25,31 vom SC Aqua Köln Stefan Ulosat. Auf der Bahn 3 sehen wir in exakt 25 Sekunden Vorlaufzeit von Liege Atlas Swimming Club Julien Erzbanken. Auf der Bahn 4 ein alter Bekannter hier in den Finals. In 25,22 vom Potsdamer SV Joscha Salcho. Auf Bahn 5 sehen wir in 25,80 vom ZPC Hoogeveen Junior de Bruyne. Und auf der abschließenden Bahn 6 in 25,91 vom SV Würzburg 05 Clemens Degenhardt. Der Meeting-Rekord wird ebenfalls aus Würzburg gehalten, aufgestellt am 10. Dezember 2011 von Sebastian Gress. Und er liegt bei 24,51. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier auf Bahn 3 und Bahn 4 passiert. Eben haben wir den Joscha Salcho noch gesehen, hier beim 200-Freistil-Finale. Aber der Julien Erzbanken hier mit der schnellsten Vorlaufzeit auf Bahn 3, das wird ganz eng, auf Bahn 2 schwimmt hier noch vorne mit. Ja. Eine 25,05 bestätigt die sehr gute Vorlaufzeit vom Julien. Joscha hat als Zweiter angeschlagen. Und sofort weiter geht es mit den Jungs hier über 50 Meter Schmetterling, Siegerehrung, 50 Meter Butterfly Mail, Victory Ceremony. Wir beginnen mit dem sechsten Rang und den holt sich in 25,94 vom SV Würzburg Maximilian Beck. Auf Rang 5 sehen wir seinen Clubkameraden in 25,87 Clemens Degenhardt. Den vierten Rang bekommt in 25,67 vom ZPC Hoogeveen Junior de Bruyne. Und damit gehen wir zu den Medaillen. Die Bronzemedaille in 25,15 Sekunden vom SC Aqua Köln Stefan Ulosat. Die Silbermedaille geht in 25,06 vom Potsdamer SV Joscha Salcho. Und ganz knapp eine Hundertstel Sekunde davor Gold in 25,05 Sekunden von Liege Atlas Swimming Club Julien Erzbanken. Das war wirklich ein Wimpernschlag-Finale hier zwischen den beiden Erstplatzierten. Aber auch der Dritte war ja nur ein paar Hundertstel dahinter. Also ganz enge Kiste hier. Echt spannend gemacht, Jungs. Herzlichen Glückwunsch.